Motorradpilot Marcel Schröter, Wilgertshofen, ist beim Großen Preis von Frankreich gehandicapt in die Top 10 gefahren. Nur 9 Tage nach einer Operation an seinem linken Fuß wurde der 26-Jährige in Le Mans im Moto2-Rennen 8er. Der Sieg ging an Alex Márquez, es war der erste eines Spaniers in der mittleren Klasse seit Oktober 2017. Damals hatte Márquez in Japan gewonnen. Service: Alle Daten zum Moto2 im Sport 1 Datencenter. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Gladbach wütet gegen Greve. Fußball, Bundesliga. Stimmen, Titel: Nicht alles im Leben. Eishockey, Eishockey im Klartext. Nach herber 1:8 Klatsche. Fußball, Bundesliga. Kovac glaubt an Bayern Zukunft. Fußball, Bundesliga. Deshalb feierte Boateng nicht mit Schröter, bei dem 2 gebrochene Mittelfußknochen mit Schrauben fixiert werden mussten, verlor erneut das Stallduell im deutschen Team Intact GP gegen Tom Lüthi. Der Schweizer wurde 6. und behauptete mit 68 Punkten seinen 2. Platz in der Gesamtwertung. Schröter, 56, ist nach 5 Rennen 5. Spitzenreiter Lorenzo Baldassarri, Italien, 75, schied aus. Der ZN gratis testen und Sport-Highlights live. Der Rookie wurde vom 9. Startplatz durchgereicht und fiel schnell aus den Top 20. Am Ende verpasste Tulovic als 16. knapp seinen ersten Punkt. Qualifying Schlusslicht: Philipp Bettel, ein Ring, wurde 19. Let's block ads. Why?